ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Heute habe ich wieder einen Adventskalender für euch und zwar diesmal den von Partylight. Ihr habt es schon im Titel gesehen. Den habe ich euch letztes Jahr auch gezeigt. Das ist der Teelicht-Adventskalender und der ist jedes Jahr richtig schön. Der hat mega toll duftende Teelichter mit drin. Wer Partylight kennt, weiß, dass die gut sind und ich wollte ihn mit euch gemeinsam auspacken. Ich habe ihn dieses Jahr auch wieder von der lieben Sarah zugeschickt bekommen. Ich lasse euch auch den Link zu ihrem Shop unten in der Infobox drin. Vielen Dank, liebe Sarah, für die Zusendung von dem Adventskalender. Und ja, ich würde sagen, wir schnüffeln uns jetzt mal hier durch den Kalender durch. Uns erwartet Teelichter, logischerweise, aber vielleicht habt ihr trotzdem Lust drauf. Das Video kam letztes Jahr gut bei euch an. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht es sofort los. Bevor ich jetzt starte, wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. So, und jetzt muss ich gerade mal gucken, sie hatte mir das geschickt. 34,95 kostet der Kalender ohne Teelichthalter und 42,95 mit Teelichthalter. Und da blende ich euch mal ein Bild ein. Da gibt es nämlich einen schönen Teelichthalter mit dazu, damit ihr die Teelichter auch anwenden könnt. Ja, so sieht der Kalender einmal aus. Also richtig schön, wer auf die Partylight-Teelichter steht, der wird auf jeden Fall Freude daran haben. Ich finde das super süß gestaltet und das ist wie so ein Buch, was man eben aufmachen kann. Guckt mal, das ist richtig, richtig schön gemacht. Ja, also hier sind einmal die Zahlen und das sind Kläppchen, einmal zum Aufreißen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit Türchen Nummer 1. Ich bin gespannt, ob das dieselben Düfte wie letztes Jahr sind. Die Teelichter stelle ich dann auch hier drauf. Nur ihr könnt sie zwar nicht riechen, aber ich versuche euch die Duftrichtungen so gut es geht zu beschreiben. Der riecht schon so gut, wenn man den aufmacht. Candy Cane and Spruce ist einmal Türchen Nummer 1. Das ist ein rotes und das riecht, ja, also das riecht so ein bisschen süßlich. Und vielleicht auch ein bisschen nach Pfefferminz, also wirklich wie so eine Zuckerstange riecht das. Sehr schön, also ich brauche euch die ja nicht in die Kamera halten, es sind halt Teelichter, ne? So, Türchen Nummer 2, also dann seht ihr auch, was ihr da so ungefähr drin habt. Nummer 2 hat Cinnamon and Bayberry einmal drin, also mit Zimt. Oh, und die riecht gut, Leute. Das riecht gut, das riecht richtig schön angenehm. So nach Zimt und trotzdem irgendwie so ein bisschen fruchtig, also sehr angenehmer Duft, auch in Rot. Türchen Nummer 3. Der Kalender ist wahrscheinlich schnell ausgepackt. Hier ist einmal eine blaue bzw. petrolfarbene Kerze drin. Palo Santo Pine, also das wird so ein Pinienduft sein. Ja, das ist so ein bisschen, also das ist kein Pinienduft an sich. Also das riecht schon so ein bisschen nach Wald, aber das ist sehr angenehm, so ein bisschen süßlich, würde ich sagen. Also sehr angenehmer Duft auch. Farbe finde ich auch schön. So, Türchen Nummer 4. Nummer 4 hat einmal Kaschmir und Kakao mit drin. Also es sind auf jeden Fall andere Sorten wie letztes Jahr, was ich sehr cool finde. Und der riecht nach Schokolade. So cremig nach Schokolade riecht das. Also auch sehr schöner Duft. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ich denke aber, wenn man das anzündet, ist das auf jeden Fall sehr schön und nicht zu krass in der Wohnung. Also der riecht nicht zu arg. So, Türchen Nummer 5. In der Nummer 5 haben wir Sugar Cookie Noel. Wie geil. Sieht einmal so aus, ne? Das riecht so lecker. Das riecht wie Kekse, wie frisch gebackene Kekse und auch nicht so künstlich. Also hier kann ich nicht sagen, dass das so ein arg künstlicher, süßer. Also süß ist der schon, aber nicht künstlich, dieser Duft. Gefällt mir persönlich richtig gut. Ich denke, das sind 5 Sorten und ich denke, das bleiben 5 Sorten. Mal gucken, was in der 6 ist. In der 6 ist Kaschmir und Kakao noch einmal drin, ne? Also man hat dann immer von jedem so ein bisschen was. Und die sind ja auch nicht so günstig, die Teelichter. Von daher, also ich finde das auf jeden Fall immer sehr schön. Türchen Nummer 7 hat den Palo Santo noch mal einmal drin mit diesem Pinienduft. Türchen Nummer 8, ich habe mir halt gedacht, oh nee, hier ist noch mal eine andere Sorte drin. Christmas Morning in einem Grün. Oh, das riecht schön. Das riecht wie ein Tannenbaum. Das hat einen Tannenbaumduft irgendwie. Das riecht gut, das riecht sehr, sehr, sehr schön. Also auch nochmal ein neuer Duft. Cool, also ich habe gedacht, das wäre es schon gewesen. Das war es aber jetzt bestimmt mit Düften. So, Türchen Nummer 9. In der 9 ist Firewood and Holy drin, also doch nochmal was anderes. Oh, das überrascht mich aber gerade. Ich weiß nicht, war letztes Jahr nicht weniger drin an Düften? Das riecht, kann ich euch gerne sagen, auch so ein bisschen süßlich, aber fruchtig was mit dabei.
Das kann ich euch gar nicht so genau beschreiben. Es riecht aber gut. Also es riecht jetzt nicht schlecht. Das war ja jetzt eine andere Sorte gewesen, oder? Hatten wir das jetzt schon? Nee. Ich will gerade nochmal aufmachen. Nee, nee, das hatten wir noch nicht. Hab mich gerade schon gewundert. Ja, auf jeden Fall. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr von Party Light schon mal was hattet. Also ich finde die Sachen wirklich gut von denen. Und wie gesagt, Evergreen 4. Hier ist noch was anderes drin. Noch eine andere Sorte. Wie cool. Ach, das riecht auch gut. Das ist süß auch. Man müsste die anmachen, ne? Um das genau zu riechen. Es ist süßlich. Und so ein bisschen. Ich kann euch das nett beschreiben. Ich rieche nur so ein bisschen was Süßliches raus. Die sind wirklich sehr leicht von den Düften. Aber halt, wenn die brennen, riechen die gut. So, Türchen Nummer 11. Schaut unbedingt mal bei der lieben Sarah vorbei im Shop. Sie hat wirklich schöne Angebote auch immer. Hier ist einmal die Sorte Sugared Snowfall drin. Oh, das riecht gut. Das riecht cremig. Das riecht wie so ein bisschen nach Parfum. Aber nach so einem cremigen Parfum. Also wie mit einer schönen, guten Cremegewicht. So ein bisschen wie die Dalton-Creme riecht das. Also sehr angenehm. Das ist ein Duft, der gefällt mir richtig, richtig gut auch. Hier sind doch richtig viele unterschiedliche Teelichter drin. Das freut mich gerade voll. So, Türchen Nummer 12, das ist die Halbzeit. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Kalender findet. Übrigens, wenn der Kalender, ich rechne das gerade mal aus, 34,95 kostet, das haben wir ja jetzt auch noch nicht gemacht. 34,95 geteilt durch 24 kostet das 1,45 € pro Teelicht. Also die sind schon teuer, gell? Aber die sind halt gut. Das ist eine neue Sorte. Nosy and Spice. Das riecht nach Glühwein. Also das ist eine Glühweinkerze, würde ich sagen. Die riecht richtig, richtig, richtig gut. Das ist die nächste Duftrichtung. Nummer 12 war das. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr den Kalender findet. So, die Nummer 13. Hier haben wir Firewood and Holy nochmal drin. Den hatten wir ja eben schon. Ja, der riecht richtig gut. Der riecht so ein bisschen würzig. Der war, glaube ich, hier gewesen. Die Nummer 14. Nummer 14, oh, Berry and Bright, hier ist nochmal eine andere Duftrichtung drin. Da kann man sich richtig schon mal durch die Winterdüfte von Party Light durchtesten. Das ist auch schön, das ist bärig. Also das ist ein bäriger Duft und ja, Farbe Orange einmal. genau, Türchen Nummer 15. Das ist so schnell ausgepackt, man kann auch nicht so viel dazu sagen. Mistletoe Mojito, Leute. Grün. Ja, das riecht wie ein Mojito. Wie ein Mojito schmeckt, so riecht das. Also auch mega spannend. Werde ich mich komplett durchdüfteln. Nur was ich, glaube ich, doof finde, das steht hier, glaube ich, gar nicht mit drauf, dann auf den Teelichtern, was das jetzt für eine Sorte war, wenn man das aufgedüftelt hat. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Dann findet man vielleicht den Duft nicht mehr wieder. So, Türchen Nummer 16. Sugared Snowfall ist in der 16 einmal drin. Sieht so aus. Hatten wir ja eben auch schon. Das ist gut, dass das nochmal doppelt drin ist, weil das riecht sehr gut. Türchen Nummer 17. In der 17 haben wir drin Cinnamon and Bayberry nochmal. Könnt hier stundenlang dran riechen an solchen Kerzen. Es riecht einfach so, so gut, ne? Es geht weiter mit Türchen Nummer 18. Es riecht gerade so krass gut. Hier kennt ihr bei IKEA, wenn man da bei die Kerzen geht, wie das dann duftet, wenn man da in diese Markthalle kommt. So riecht das gerade hier. Hier ist Nosy and Spice einmal drin. Kerze sieht so aus. Die hatten wir ja auch schon einmal. Die haben wir jetzt dann noch zweimal. Türchen Nummer 19 ist einmal Mistletoe Mojito. Also die haben wirklich viele Duftrichtungen hier drin. Auch schön, dass das Mojito noch einmal hier drin ist. So, Türchen Nummer 20. Es geht weiter. Hier ist nochmal Berry and Bright drin. Diese orangene. Auch nochmal dran riechen. Ja, das riecht so richtig schön bärig. Türchen Nummer 21. Der ist auch schön zum Verschenken, ne? Das ist Teelicht, da macht jeder an, denke ich. Evergreen 4 ist hier noch einmal drin. Auch nochmal dran riechen. Riecht auf jeden Fall so, so schön. Türchen Nummer 22. Der Kalender ist halt so schnell ausgepackt. Sugar Cookie Noel. Einmal nochmal Cookie. Sehr schön. Jetzt kommt schon die 23. Hier haben wir nochmal Candy Cane and Prunes einmal drin.
Ja, das riecht sehr gut. Das ist halt wirklich wie so eine Zuckerstange. Und zuletzt Türchen Nummer 24, Leute. Christmas Morning ist hier nochmal drin. Das finde ich schön, dass sie Christmas Morning in die 24 nochmal reingepackt haben, ne? Ja, so haben wir von jeder Sorte, ich will gerade mal gucken, also von jeder Sorte sind 2 Stück drin, das ist echt cool. 12 Sorten haben wir insgesamt und ich denke, das ist wirklich ein schöner Kalender, wer auf so Duftkerzen steht und einfach sich halt gerne mal bei den Partyleitdüften ausprobieren möchte, ist das auf jeden Fall toll. Ich finde den sehr, sehr schön zum Verschenken. Hinten stehen auch nochmal, sehe ich gerade die Duftrichtungen auch nochmal drauf, da hatte ich gar nicht drauf geguckt. Ja, da steht nochmal alles, da kann man dann auch nochmal gucken. Ja, genau, sehr, sehr schön. Also ich finde die Düfte angenehm. Ich finde keinen irgendwie schrecklich oder so. Die sind alle sehr, sehr schön. Die werde ich auch jetzt alle anzünden im Dezember natürlich. Ich lege mir die in eine kleine Schale rein und freue mich da schon total. Die brennen auch lang und brennen gut runter. Also das sind wirklich gute Teelichter. Auch die Kerzen an sich sind sehr gut, ne? Wer Partylight kennt, weiß das. Genau, ihr Lieben. Also ich freue mich, dass ihr trotzdem hier wart, auch wenn das nur ein langweiliger Teelicht-Adventskalender war. Also ich denke, so spannend war es jetzt nett für den einen oder anderen, aber ja, ich würde mich freuen, wenn ihr trotzdem mal bei der lieben Sarah im Shop vorbeischaut. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr Partylight schon probiert habt und wenn ja, wie euch Partylight gefällt. Ich würde mich jetzt verabschieden. Dankeschön, dass ihr hier wart zu diesem Video. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hey, by the fire.